Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Zuschauerinnen und Zuschauer an den Bildschirmen. Ja, wenn man als Letzter dann spricht, kommt es zu Doppelungen. Tut mir leid. In der Sitzung des Ausschusses für Inneres und Kommunales am 1. Dezember vergangenen Jahres haben wir uns mit dem Bericht der Landesbeauftragten zum Bereich Datenschutz zum 31. Dezember 2020 und der dazugehörigen Stellungnahme der Landesregierung beschäftigt und im Ergebnis deren Kenntnisnahme empfohlen. Die insgesamt 409 Meldungen von Datenschutzverletzungen im Berichtszeitraum stammten etwa jeweils zur Hälfte aus dem öffentlichen und dem nicht öffentlichen Bereich. Einen signifikanten Anteil der Meldungen machten dabei die 93 Datenschutzverletzungen aus, die auf technischen Mängeln beruhten und Virenbefall, Phishing, Hackerangriffe, unberechtigte Zugriffe Dritter und erpresserische Verschlüsselung von Datensätzen ermöglichten. Hier wurde dringend dazu geraten, dem Einsatz und der Aktualität der technischen und organisatorischen Datenschutzmaßnahmen verstärkt Aufmerksamkeit zu widmen. Frau Hartke hatte dazu ausführlich ausgeführt. Ein Thema, das auf der Agenda bleibt und dringend einer Lösung zugeführt werden sollte, ist der Betrieb von Facebook-Fanpages. Dies war schon Gegenstand der Berichte in den Vorjahren. Und auch wenn es ein dickes Brett zu bohren gilt, sollte die Landesregierung alles unternehmen, den Schutz von Nutzern zu erhöhen. Ein EuGH-Urteil bereits aus 2020 hierzu hat die Rechtswidrigkeit der bislang praktizierten Verfahren festgestellt und es ergibt sich somit Handlungsbedarf. Verständlicherweise ist hier eine bundeseinheitliche Vorgehensweise angeraten. Wir hatten erwartet, dass sich die Innenminister der Länder auf ihrer Frühjahrs- oder Herbstkonferenz vergangenen Jahres damit befassen. Dem war offenbar nicht so. Bedauerlich, dass die Landesregierung dazu in ihrer Stellungnahme keinen Satz verliert. KESI, auch hier ein Thema und ein strittiges Thema zwischen der LDA und der Landesregierung in Bezug auf die Fortentwicklung der Strafprozessordnung über den Deutschen Bundestag. Im Kern geht es um die Frage, ob nur ein Fahndungsmodus oder auch doch auch der Aufzeichnungsmodus spezialgesetzlich geregelt werden kann, der eine zeitlich begrenzte Speicherung der Daten und einen späteren Abgleich der anderweitig gewonnenen Erkenntnisse erlaubt. Für eine entsprechende Ergänzung des Gesetzentwurfs hatte sich die Mehrheit der zuständigen Ressortministerinnen und Minister der Länder im Rechts- und Innenausschuss des Bundesrates auf Grundlage eines von der Ministerin der Justiz des Landes Brandenburg erarbeiteten Änderungsantrages ausgesprochen, der bei Enthaltung des Landes Brandenburg keine Mehrheit im Bundesrat erhalten hat. Ein bemerkenswerter Vorgang übrigens unter dem Gesichtspunkt Einigkeit der Koalition in sicherheitsrelevanten Angelegenheiten auf der bundespolitischen Bühne. Innenminister Stübgen hat hierzu noch einmal einen Vorstoß angekündigt. Man darf gespannt sein, ob, wann und mit welchem Inhalt er vorgelegt wird und ob es dafür auch wieder Lob aus den Reihen der Bündnis 90 Grünen und der Linken geben wird. Positiv zu erwähnen sind die Anstrengungen der Landesdatenschutzbeauftragten bezüglich der Fortentwicklung beim IT-Rahmensicherheitskonzept der Polizei. Bei den unberechtigten Datenabrufen durch Polizeibediensteten war eine Zunahme der Fälle festzustellen. Unklar war, ob es sich dabei um einen tatsächlichen Anstieg handle oder ob durch eine stärkere Sensibilisierung lediglich das Dunkelfeld aufgehellt worden sei. Das Ministerium des Innern und für Kommunales betonte, dass unberechtigte Datenabrufe durch Polizeibedienstete sehr ernst genommen und konsequent an die Landesdatenschutzbeauftragte gemeldet würden. Zudem werde eine noch stärkere Sensibilisierung der Beschäftigten angestrebt. Auch an diesem Beispiel zeigt sich die Daseinsberechtigung einer Landesdatenschutzbeauftragten. Unter dem Strich ist zunächst einmal positiv festzuhalten, dass es zwischen den zuständigen Behörden, also der Landesbeauftragten auf der einen und dem Innenministerium auf der anderen Seite, eine der Sache dienende Gesprächs- und Arbeitsatmosphäre gibt und dies, obwohl es naturgemäß unterschiedliche Sichtweisen auf die Auslegung oder Umsetzung der geltenden Rechtsgrundlagen gibt. Unser Dank geht an die Landesbeauftragte Frau Hartke und ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihre Wachsamkeit und ihren Bericht, der wiederum einen pragmatischen statt ideologischen Umgang mit dem Datenschutz erkennen lässt. Dem Innenminister sei empfohlen, den konstruktiven Umgang seines Hauses mit ihr fortzusetzen. Wir haben im Innenausschuss der Kenntnisnahme des Berichts und der Stellungnahme zugestimmt und werden dies heute ebenfalls tun. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.